Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschlussschreiber. Heute mit dem Thema Ohrwurm. Der Ohrwurm ist im Obstbau eigentlich ein Nützling. Er frisst zum Beispiel den Birnblattsauger oder auch Blattläuse, ist also ein Räuber. Er ist aber nicht nur das, sondern eigentlich ein Allesfresser. Also er ernährt sich nicht nur von anderen Tieren, sondern auch von Pflanzenteilen, wie zum Beispiel Blütenresten, beziehungsweise wenn er übermäßig auftritt, kann er sich auch an reifen Früchten nähern. Und wenn er übermäßig auftritt, wenn es eine Überpopulation des Ohrwurms gibt, kann er eben auch relativ schnell vom Nützling zum Schädling werden. Wie zum Beispiel in den letzten Jahren in einigen unserer Marillenanlagen. Wir haben grundsätzlich ein sehr nützlingsschonendes Programm und haben uns dadurch regelrecht in den letzten Jahren eine Überpopulation des Ohrwurms herangezüchtet und in den letzten ein, zwei Jahren teilweise bei manchen Sorten bis zu 30% der Früchte verloren, weil sie vom Ohrwurm angefressen worden sind. Die fressen sich an der Spitze der Frucht ins Innere zum Kern. Innen beginnt es dann zu schimmeln und sie sind nicht mehr verkaufbar. Der Ohrwurm kann vor allem bei weichschaligen Früchten bzw. bei Früchten mit weichem Fruchtfleisch Schäden verursachen. Dass er wirklich bei Kernobst, also Apfel, Birne, die doch im Regelfall hart sind, Schäden verursacht, kann zwar passieren, dann hat man aber wirklich schon massiv viele Ohrwürmer in seiner Obstanlage oder auf seinen Obstbäumen. Wichtig ist zu wissen, zum Ohrwurm selbst, er ist grundsätzlich nachtaktiv, er meidet die Sonne. Deswegen hält er sich auch ganz gerne im Boden unter Blättern auf oder wo viele Früchte zusammenhängen. Und ja, das probieren wir jetzt einfach einmal aus, ob wir hier einen Ohrwurm finden. Ich nehme jetzt eine Frucht, wo 4, 5 beisammen sind. Und an dieser Frucht hier sieht man schon ganz schön eine Fraßstelle unten an der Spitze. Also man sieht schon ein Loch, wo sich ein Ohrwurm hineingefressen hat. Und jetzt schauen wir auch, wenn wir sie öffnen, ob sich noch ein Ohrwurm drin befindet. Okay, der hat sich schon wieder herausgefressen. Allerdings sieht man hier noch eindeutig den Kot vom Ohrwurm. Also es war definitiv einer drinnen. Und solche Früchte sind dann nicht mehr vermarktbar. Dadurch, dass der Ohrwurm nachtaktiv ist, bieten sich jetzt einige gute biologische Bekämpfungsmöglichkeiten an. Eine davon ist zum Beispiel, wie wir es hier machen, mit Bambusstäben. Das sind einfach nur die Bambusstäbe, die normalerweise zu unseren Bäumen als Unterstützung bei der Pflanzung dazusetzen. Einmal auseinandergeschnitten. Diese sind innen hohl. Der Ohrwurm ist darin lichtgeschützt, das gefällt ihm. Wenn man jetzt zum Mittag diese Bambus von den Bäumen nimmt, ist die Chance, dass sich darin Ohrwürmer befinden, relativ groß und kann jetzt diese einfach zu Kernobstbäumen, Apfelbirne umsiedeln, wo sie weniger leicht Schäden an den Früchten verursachen und eher durch ihre räuberische Tätigkeit als Nützling dienen. Um euch jetzt zu zeigen, wie viele Ohrwürmer hier Schutz vor der Sonne gesucht haben, haben wir jetzt auch einen Kübel mitgebracht, an dem wir euch das kurz zeigen wollen. Man kann diese jetzt einfach aus dem Bambus herausschütteln. Und hier sieht man jetzt sehr schön, wie viele Ohrwürmer sich in einem so einem Bambuspaket befinden können. Und dass man, wenn man es konsequent macht, mit dieser Maßnahme vollkommen biologisch ohne Pflanzenschutzmittel den Ohrwurm relativ einfach von einem Schädling im zum Beispiel Marillenanbau zu einem Nützling im Kernobstanbau machen kann. Wer keine Bambusstäbe oder andere hohle Gegenstände jetzt zur Verfügung hat, die auf seine Bäume hängen kann, kann sich auch behelfen, indem er zum Beispiel Blumentöpfe mit etwas Stroh oder Holzwolle ausfüllt, hier mit einem Draht dann das Stroh oder was man immer hineingeben möchte fixiert und so auf den Baum hängt. Der Effekt ist eigentlich genau dasselbe. Die Ohrwürmer suchen den Schatten im Blumentopf. Vor allem untertags werden sie dann sich in diesem befinden und können sich auch mit diesen leicht umsiedeln lassen, so zum Beispiel Birnenbäumen. Noch eine Möglichkeit wäre, die Bäume an den Stämmen mit Leimringen zu versorgen. Diese Leimringe hindern den Ohrwurm dann, dass er vom Boden
in die Baumkrone gelangen kann. Diese müsste man aber spätestens Anfang, Mitte Mai am Baum fixieren, weil sonst die Ohrwürmer sich eh schon in der Krone befinden. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat, wir euch mit diesem Video helfen konnten, vielleicht in Zukunft einen Schädling zum Nützling zu machen.